So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Fable 3. Ja, wir machen weiter in der Wüste Auroras. Na gut, Aurora war ja nur diese kleine Insel, dieses komische Gebiet. Jetzt sind wir auf jeden Fall mit Walter in der Wüste. Er ist immer noch blind und wir haben ein Problem. Und ich hoffe, dass ich ihn retten kann. So. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, wie weit ich es schaffe. Seht ihr keine Spuren von Zivilisation? Da ist etwas in der Ferne. Sieht aus wie eine riesige Statue. Walter! Nein! Das sieht aus wie ein Sandsturm. Wie weit? Ein paar Stunden von hier entfernt. Halt! Ich schaff das nicht. Doch, ihr schafft es. Kommt! Ich bin zu schwach. Lasst mich hier. Aber Walter! Hör zu. Ich kann nicht sehen. Ich kann kaum stehen. Ich halte euch nur auf. Und das wäre euer Tod. Ihr müsst ohne mich gehen. Seid ihr immer noch da? Na los. Ihr braucht mich nicht. Ihr schafft das allein. Nein, wir werden Walter helfen. Auf jeden Fall, egal was er sagt. Komm mit, Walter. Komm schon. So. Ballast für euch. Lasst mich zurück. Hört auf, so zu reden. Wir werden es schon schaffen. Oh ja. Hört ihr mir jetzt zu? Lasst mich hier zurück. Das Ding hat auch euch geschwächt. Glaubt ihr, ich merke das nicht? Ich hoffe, dass wir Walter helfen. Das war jetzt die richtige Entscheidung. Jetzt ohne mich weiter. Nein, Walter, bitte, ich brauch dich doch. Oh, verdammt. Aber... Lass euch nicht hier. Nein. Ihr müsst... Ich kann nicht. Ich... Walter! Walter! Verdammt. Okay. Es kommt alles wieder in Ordnung. Ich komme zurück. Versprochen. Ich hole Hilfe. Ihr werdet mich stolz machen. Das weiß ich. Walter! Ich habe ein unangenehmes Bauchgefühl, wenn ich das hier jetzt schon wieder so mitbekommen habe und dass wir Walter zurücklassen müssen. Ah, das missfällt mir ein wenig, aber gut, wir werden... Also, ja, er ist Ballast, aber... Walter, du wirst das überleben, alter Freund. Komm schon, bitte. Ich werde jetzt erstmal versuchen, so schnell wie möglich hier die Wüste zu durchqueren, Hilfe zu holen. Und was mir gerade mal auffällt, das Ganze hier erinnert mich ein bisschen an Uncharted 3. Wenn man da die Wüste durchquert hat, dann sah das ja fast genauso aus. Zwar ist das hier bei Fable um einiges heller, aber das liegt auch daran, dass, ja, ich das Spiel sehr hell gestellt habe. Und da vorne haben wir... Wo seid ihr? Warte mal. Ich kann nicht sehen. Hilfe, bitte. Warte mal. Walter? Ich sehe nichts. Helft mir. Oh nein! Während die Kinder sein Herz hören, wer vortragen. Ich schaffe das jetzt nicht! Dunkel, der Finanz, wir verdächtigen alles Licht. Wir werden letzten Atemzug aus dieser Kirche nicht umsetzen. Muss das sein? Ah, verdammt, Leute! Wir kriegen hier noch einige Probleme beim Durchqueren der Wüste. Eines Tages wird das Volk Albions euch unsere Finger. Ich
muss herausfinden, wie weit ihr seid. Kämpft! Was? Ich muss gegen Walter kämpfen? Los, das hier ist wichtig. Moment mal. Er verflucht euch. Er wird euch niemals vergeben. Spielt. Spielt. Eure Stärke vergeht. Wir spüren es. Mein Trupp war vom Feind gestellt. Schließlich waren nur ich und zwei anderen. Wir richten in eine Höhle zurück. Aber sie folgten uns. Sie sprengten den Eingang. Schlossen uns ein. Leute, ich finde das gerade ein bisschen gruselig. Kein Licht. Kein Essen. Nur drei Männer wartend in der Dunkelheit. Eure Augen reinigt uns. Darum löscht es. Oh. Ich glaube, ich krieg Gesellschaft, oder? Nein. Was zum... Nein! Verdammte... Scheiße, wir sind blind. Und nichts mehr da. Ihr seid weg. Alles weg. Dieser Feind ist uns. Oh, oh, Leute, was zum... Sicher nicht weit weg. Ben! Mach dir ein Nickerchen. Typisch Adel. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Walter! Keine Sorge, wir finden ihn. Ihr bleibt hier, mein Freund. Ich hoffe, das war jetzt unsere Rettung in letzter Sekunde. Wo kommt denn Ben auf einmal her? Oh mein Gott, das glaube ich nicht, oder? Ben hat uns da gerade wirklich... Wir leben und... Bitte, bitte, Walter muss auch leben, oder? Walter! Wo ist er? Ben, sag mir, dass du ihn gefunden hast. Ben? Bitte. Ich hoffe es nur, ich meine nach all dem, was Walter für uns getan hat. Hoffe ich inständig... Dem Jungen geht es gut. Er ist stark. Wir müssen uns um den Älteren kümmern. Los. Durchhalten, Walter. Richtig, Walter. Halte durch. Ich glaube, wir kommen gerade an einen traurigen Punkt der Geschichte, wenn das so endet, wie ich es mir vorstelle. Das wird nicht schön. Auch wenn ich mich frage, wie die mich gefunden haben in dieser... riesengroßen Wüste. Hallo? Wo kommen denn Ben und diese Kaina oder Kalina oder wie die heißt da her? Ich habe jetzt eben nicht auf den Namen geachtet. Wie heißt die denn? Oh, erstmal Hundi. Hallo, mein Junge. Hi. Ah. Ihr seid wach. Kalin heißt sie. Ich heiße Kaylin. Kaylin. Und ihr seid in Aurora. Ich muss euch sehr viel erzählen. Walter, wie geht es ihm? Er ist noch am Leben. Aber wir haben solche Fälle schon mal gesehen. Vielleicht können wir ihm helfen. Ist noch jemand da? Ich glaube, ich habe jemanden in der Wüste gesehen. Einen teuflisch gut aussehenden Soldaten namens Ben Finn? Oh mein Gott. Ben sollte echt vor lauter Selbstlob stinken. Wie schön, euch zu sehen. Als man mich aus dem Hafenbecken fischte und ihr nicht da wart... Ich dachte schon, es wäre vorbei. Aber dann habe ich meinen Charme spielen lassen und einen Suchtrupp nach euch ausgeschickt. Ach, Ben. Nicht lange überredet werden. Wir sind Unglück gewohnt. Es wird Zeit, dass ihr unsere Stadt seht. Ach, dann waren wir noch gar nicht wirklich in Aurora. Gut, dann bin ich gespannt, wie Aurora wirklich aussieht. Ach, willkommen in du Aurora, Heilige. Stadt der Albträume. Ja, also... Das war der Kriecher. Das Wesen, das ihr in den Wüstenhöhlen bekämpft habt.
Seit 5 Jahren bringt er Dunkelheit und Tod. Die wenigen, die überlebt haben, kennen seither nichts als Angst. Wir wissen nie, wann er kommt. Und ohne eine Armee können wir die Kreatur und ihre Brut nicht bekämpfen. Selbst mit jemandem wie euch an unserer Seite. Da hast du wohl recht. Ich sehr von euch. Aber es wollte uns schon einmal jemand retten. Bitte, seht euch ruhig um. Seht mit eigenen Augen. Dann reden wir weiter. Geht nur. Ich hab genug gesehen. Ich sehe nach Walter. Ich werde euch immer in Ehren halten, Vater. Ich werde eure Ratschläge befolgen. Mit der Stärke, die ihr mir gegeben habt. Und ich werde versuchen, unser Volk anzuführen, wie ihr. Ihr habt euch der Dunkelheit widersetzt und wart uns allen ein Vorbild. Euer Mut lebt in den Herzen der Auroraner weiter. Ich hoffe, ich enttäusche euch nicht. Eure, euch lieben Tochter, Kaelin. So, dann erkunden wir mal Aurora, drehen hier eine Runde und schauen uns an, was Hundi so gefunden hat. Eine neue Quest mal wieder. Hier sind überall so eine Briefe an den, ja, Türmen geklebt oder an den Wänden halt. Ich möchte mein Überleben hier schildern, in Gedenken an die Toten. Letzte Nacht kam der Kriecher wieder nach Aurora. Wir dachten, wir wären bereit. Wir dachten, wir wären sicher, aber niemand ist mehr sicher. Ich sah, wie meine Nachbarn von diesen Kreaturen aus ihren Häusern gezerrt wurden. Es ist ein Segen, dass sie nur in der Dunkelheit kommen. So konnte ich nicht sehen, was sie ihnen angetan haben. Ich hörte nur die Schreie und das Lachen des Kriechers. Dann kamen sie zu meinem Haus. Die Wände zitterten, der Boden bebte. Ich war sicher, dass mein Ende gekommen sei. Und so wäre es auch gekommen, wenn die Sonne nicht aufgegangen wäre. Wir sind nicht bereit für seine Rückkehr. Wir werden es nie sein. Wir werden nie sicher sein. Also, dieser Kriecher scheint ja wirklich, was ganz, ganz Fieses zu sein, also eine Gestalt, die sie hier so nicht in den Griff halten können, die, ja, wirklich, also so wie es mir gerade scheint, unbesiegbar zu sein scheint, hier alles abmetzelt, hier sieht man alle Toten, es kommt bei Nacht und, ja, selbst wir können hier nicht großartig helfen, wir können eigentlich nichts machen. Hier ist dann wohl der Hafen, hier ist Ben wohl, ist Ben hier mit dem Schiff angekommen? Ich weiß das gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ja, das finde ich schon etwas schlimm. Also dieser Kriecher scheint wirklich, ein ganz hohes Kaliber zu sein. Und wenn wir da hier als Held der Geschichte nichts machen können, ich weiß nicht, dann ist das wirklich hart. Wir brauchen eine Armee und jetzt lesen wir erstmal den nächsten Zettel. Ihr seid jetzt an einem besseren Ort, Liebling. Kein Ort kann so bedrohlich sein, wie unsere Stadt es geworden ist. Ich weiß, ihr wacht über mich. Ich spüre im Schlaf eure Anwesenheit. Ich höre im Traum eure Stimme. Bleibt immer bei mir. Aurora scheint hier wohl so das Ghetto in Fable 3 zu sein. Und jetzt beenden wir hier erstmal unsere Quest, beziehungsweise kriegen eine neue. Ihr seid der, der die Wüstennacht überlebt hat. Ja. Wir hatten nicht viel Glück mit Fremden. Aber wie ihr seht, hat uns das Glück längst verlassen. Dies ist ein verfluchtes Land. Was macht ihr hier? Die anderen halten sich alle versteckt. Ich ehre die Toten. Meine Frau und mein Kind. Und ich stehe hier, weil ich nicht fürchte, ihnen zu folgen. Tut mir leid. Ihr könnt ihre Zeugnisse lesen, wenn ihr wollt. Es gibt noch viele andere. An Statuen, Türen,
wo immer eine Erinnerung überleben kann. Das ist hart. Das ist hart. So, wir sollen zurückkehren, wenn wir die Stadt weiter erkundet haben. Was müssen wir denn jetzt noch alles lesen?